Moin, ich installiere jetzt eins der schlechtesten Sportspiele neben dem Zeug von Electronic Arts, ne? Denn es gibt ja tatsächlich die Konkurrenz, die es geschafft hat, das Franchise Fußball noch weiter runter zu ramschen. Und zwar Konami. Ja, so ist das. Konami war eigentlich früher mal dafür bekannt, weniger Lizenzen zu haben, aber dafür mehr Qualität beim Gameplay reinzuknallen, ne? June Campaign, ne, die Juni Kampagne ist auch schon eine Weile her. Es geht nur noch um irgendwelche Münzen und G-Punkte und hast du nicht gesehen, damit man sich irgendwelche Kärtchen holen kann oder halt irgendwelche Spieler. Und wer das nicht hat oder sich ergrinden will, wie das so schön heißt, der hat Pech. Aber da kann sich das ja alles für Echtgeld kaufen, hä? Diese blöden Coins, ne? 99 Cent, 99 Euro für 12.000 Münzen. Ne? Das hat mit Fußball hier nichts mehr zu tun. Es ist einfach nur noch Schmutz. Ja, also ich bin ja jemand, ich liebe ja Simulationen. Ne? Echt, ich könnte mich aufregen. Es ärgert mich, weil ich früher lange, sehr lange Pro Evolution Soccer gespielt habe und hier mit Meisterliga und hast du nicht gesehen. Ich habe sogar noch Pro Evolution Soccer drin. Das ist sogar bei meinen Favoriten eFootball PES 2020. Hier, 3816 Stunden habe ich da drin zugebracht. Zuletzt gespielt heute. Ja. Da haben sie noch wenigstens, da haben sie noch Qualität abgeliefert. Was natürlich scheiße war, du hattest dort schon keine Champions League mehr drinne. eFootball ist eigentlich immer so mein Favorite gewesen. Bis 2008, da habe ich fast jedes FIFA gekauft und gespielt, bis ich dann mal gemerkt habe, für ein Kader-Update ständig so viel Geld zu zahlen, nö. Und das war zu Zeiten, da haben die Spiele noch 40 Euro gekostet. Nicht so wie heute, ne? Heute haben die ja Lack gesoffen. Du hast immer weniger Qualität in solchen Franchises und gerade die großen Entwickler merken, es gibt ja immer irgendwelche Dullis, die für Scheiße, den wir denen vor die Türe schaufeln, auch noch Geld bezahlen. Und das ist auch das Problem. Und dann wird auch noch so ein Schmutz wie eFootball von irgendwelchen Streamern und YouTubern großartig in den Himmel gelobt. Und da kommt jede Woche ein neues Update oder jeden Tag am besten noch ein neues Update, was für geile Karten gerade zum Kaufen da sind. Ne? Was es für die Coins gerade zu kaufen gibt. Was hat denn das noch mit Fußball zu tun? Ich möchte mein Fußballteam von Zero to Hero pushen, ne? Karrieremodus. Ich möchte aus einer Lauchgruppe und einem Lauchverein einen Verein machen, der in der Champions League im Finale spielt. Und nicht so eine Scheiße hier. Epic Spanish League, Epic Internationale Milano, Epic Italy 2006. Unique Card Designs. Es geht doch nur um diese Scheißkarten. Was hat das mit Fußball zu tun? Das ist doch keine Fußballsimulation mehr. Das ist Dreck. Und ich finde es auch schäbig, das sage ich jetzt ganz ehrlich, dass die Leute, die früher als PES-Spieler Electronic Arts und FIFA für diesen Müll kritisiert haben, dass die jetzt bei eFootball, dass die jetzt denselben Schmutz dort mitmachen. Es ist traurig. Das geht hier mit dem Game, es ist ein Mobile Game, ne? Und das heißt ja schon alleine, dass Konami keine großen Ansprüche mehr an sich selber hat und die bilden sich dann wirklich auch ein, das bringt mehr Kohle, aber die haben sich damit richtig in die Nesseln gesetzt. Die haben noch zuletzt dieses Jahr haben sie noch groß getönt, ja, über 600 Millionen Downloads von eFootball. Ja, 600 Millionen Downloads bedeutet auch nicht 600 Millionen mal Geld. Ne? Das zockst du am Handy mal 5 Sekunden, wenn du unterwegs bist in der Bahn oder sitzt auf dem Klo und kackst gerade, dann spielst du das und dann deinstallierst du es wieder. So, und irgendwann einen Monat später bist du irgendwie im Bus oder hast du nicht gesehen, dann installierst du es wieder, dann spielst du mal wieder 5 Minuten fertig. Damit machst du kein Geld. Aber Konami bildet sich das anscheinend ein. Das sind auch die. Und wenn das schon für Konami die mega fette News ist, dann ist das armselig. Weil
600 Millionen mal runtergeladen, heißt ja nicht, dass jeder dafür Geld jetzt gezahlt hat, weil das Ding ist ja kostenlos, ne? Ich, wie gesagt, ich würde dafür keinen einzigen Cent bezahlen. Dazu ist das zu dünn. Nach 2 Jahren eine Handvoll Teams drinne, lizenziert, und diese Kommentatoren, die Deutschen zumindest, quatschen auch seit Jahren dasselbe. Da haben sie auch, es sind mal 2, 3 neue Sätze drinne, aber alle Gespräche, alles, was sie dort erzählen, das hast du schon irgendwo in den vergangenen 5 Jahren von den 2 dort gehört. Ja, also da gibt man gibt sich bei diesem Game von Konamis Seite aus überhaupt keine Mühe mehr. Ja, FIFA sowieso schon seit Jahren nicht mehr, weil warum die Kuh neu anmalen? Wir lassen sie, wie es ist, zieh mal kurz am Schwanz, irgendwelche Deppen bezahlen es ja, weil wegen FIFA, ne? Ob da jetzt viel Neues dabei ist oder das Gameplay oder mal grundsätzliche Dinge verbessert werden, das ist erstmal scheißegal. Die erzählen ja auch jedes Jahr wie Konami, ja, wir haben das Passsystem verbessert. Das erzählen die immer, das ist ein Running Gag. Machen die nicht. Vielleicht spielen sich die Pässe auf eine andere Art beschissen, aber sie spielen sich beschissen. Und dann beim nächsten Update heißt es dann wieder, ja, wir haben die Pässe verbessert. Das machen FIFA und Konami, ne, das machen die alle beide so. Ne? Wenn irgendein Update kommt, wir haben die Pässe verbessert, wir haben das Schussverhalten verbessert, ihr habt's anders gemacht, aber nicht verbessert. Das ist ein Unterschied. Und das ist generell ein Qualitätsunterschied. Die haben hier keine Qualität mehr. Es ist seit Jahren nach unten gegangen, die Qualität. Ich sag mal so, du musst beim Fußball den Ball nicht neu erfinden. Ne? Aber mal alles optimieren. Erstmal. Dass es sich wirklich richtig gut anfühlt. Das ist das, was die einfach alle seit Jahren nicht geschissen kriegen. Mal auf ein Grundgerüst aufbauen. Das können die nicht. Dann lieber einmal im Jahr 40, vielleicht 50 Euro für eine Vollversion mit Meisterliga und hast du nicht gesehen und einem ordentlichen Online-Support mit stabilen Servern. Das kriegt der Konami seit Jahren nicht geschissen. Das werden sie auch weiterhin nicht geschissen kriegen. Ja, warum auch? Gibt da immer noch genug Deppen, die diese Karten kaufen oder hier Coins für 100 Euro. Warum sollten die was am System verändern? Der Laden scheint ja anscheinend zu laufen, zwar nicht perfekt. Aber es gibt ja immer noch Deppen, die dafür Geld bezahlen, weiterhin. Die sich wirklich einbilden, das hat in irgendeiner Weise was mit Fußball zu tun. Fußball ist der Hintergrundbildschirm. Aber in erster Linie geht's nur um diese scheiß Karten. Und das wiederholt sich ja auch ständig. Denen fällt ja nichts Neues ein. Die kommt dauernd mit Epic, 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 Epic. Zwischendurch mal hier so ein Update. Wir haben das Passverhalten geändert und so, ne. Dem muss ja auch die größten Deppen irgendwie bei Laune halten, ne. Dann kommt hier so eine Kampagne mit den scheiß Münzen wieder, damit du wieder angefixt wirst, ne. Ein paar Münzen verbrätst. Und dann, wenn die Münzen alle sind, damit du sagst, wo kriege ich jetzt Münzen her? Ach, naja, hier gibt's doch einen Pack. Ich kaufe mir hier einfach hier auf der Shopseite. Das ist doch mal schnell gemacht. Da kaufe ich doch hier einfach hier einen Pack. Komm hier, 49,99 für 5800 Kackmünzen. Das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Ja, und wegen solchen Deppen werden solche Spiele immer schlechter. Weil du belohnst im Grunde genommen Konami und auch Electronic Arts für Dreck. Für solche Bildchen bezahlst du richtiges, echtes Geld. Für ein paar Pixel. Und das raffen ja die Leute nicht, ne? Und Konami wird sich dann auch sagen, warum soll man was ändern? Weil mit den Dummen macht man doch das meiste Geld. Das war ja schon immer so. Konami sieht ja auch gar nicht ein, mal sowas zu bringen wie die Meisterliga. Weil dafür, wenn die gut ist, würde ich ja sogar 20, 30 Euro zahlen. So ist es ja nicht. Und die meisten alten PES-Fans wie ich, wollen ja eine ordentliche Meisterliga haben. Die wollen ihr Team selber aufbauen. Die wollen Stimmung drin haben, die wollen Champions League haben. Gut, kann auch die Fake Champions League sein, aber hier gibt's ja auch Leute, die früher mal hier gemottet haben. Ne? Was ist mit den Leuten überhaupt? Du konntest früher sicher sein, ein paar Wochen nachdem ein neuer PES-Teil draußen war, dass dann irgendwelche Leute die Teams und so weiter reingemacht haben per Mod. Heißt, brauchst du dir nur den Mod runterzuladen, da hast du die erste, zweite, dritte Bundesliga. Fertig. Ne? Die Menüs lassen meine Augen bluten. Ja, das ist ja auch ein Mobile-Game. Vor allem mit so einer geilen Farbkombi. Blau und Gelb. Und bei den Logos der Mannschaft im Hintergrund rosa. Naja, na logisch. Ja, das ist doch mega geil. Das ist doch in einer Fußballsimulation erwartet man das ja. Ja, das sind ja nicht meine Worte. Konami nimmt ja für sich in Anspruch, eine Fußballsimulation zu erschaffen mit eFootball. Ich weiß nicht, was sie in Japan für Fußball spielen. Hier, das erste Coin-Opfer. Ich kann keine
Poin, ja, das sind wir da. I cannot buy e Poin, ja, soll wahrscheinlich Coin heißen. Das sind die, ne? Da wundert's mich nicht. Sei froh, dass du es nicht kaufen kannst, spar dir das Geld. Schmeiß es aus dem Fenster oder gibt's einen Obdachlosen, das ist auf jeden Fall besser angelegt. Sehr schlecht. Ein sehr gutes Spiel, wenn du dir FIFA nicht leisten kannst. Es ist auch ein schlechtes Spiel, wenn du dir FIFA leisten kannst. Was ist denn das für ein Vergleich? Nach 1,5 Jahren habe ich mich dann doch nochmal an dieses Spiel rangetraut und war zunächst positiv überrascht. Es lassen sich viele Verbesserungen wiederfinden. Die Grafik wurde enormst verbessert. Das werden wir gleich sehen. Die Steuerung wurde zwar stark Ach du Scheiße. Stark verbessert, aber diese fühlt sich immer noch zu schwammig an. In anderen Ländern ist das schon so, dass solche Paywalls und hast du nicht gesehen und diese Microtransactions, dass sie halt nicht für Kinder freigegeben sind. Wir schauen mal, ab wann das dir freigegeben ist. Boah, halt's Maul, ich hasse das immer. USK ab 0. Es ist ab 0 Jahren freigegeben, also es ist vollkommen legitim, Kindern oder auch Neugeborenen ein Spiel anzudrehen, bei dem es darum geht, in erster Linie Coins zu farmen, Karten zu kaufen und wenn du die halt nicht mehr hast, denn du wirst ja damit erstmal geködert, ne? Das erste Mal ist kostenlos, ja? Dafür dann echt Geld auszugeben. Ne? Es wird hier eine Abhängigkeit wird hier angestrengt und zwar ganz rotzfrech und offen. Ja, und genau so ein Prinzip aus psychologischer Sicht, so ein Prinzip wird benutzt, um Leute halt in die Spielsucht zu treiben. Ne? Und dass dann die USK, die ich sowieso für äußerst fragwürdig halte, weil die offenbar überhaupt gar keine Ahnung haben, wie solche Unternehmen mittlerweile Geld machen, dass diese Prüfung hier so schlampig ist und auf 0 Jahre geht. Das ist einfach unglaublich. Ich frage mich, ob die sich überhaupt noch die Spiele im Detail angucken, weil wenn ich ein Spiel habe, in dem ich in-game einfach nur auf ein paar Knöpfe drücken muss und dann wird echt Geld abgezogen, dann kannst du das nicht ab 0 Jahren freigeben. Hier, eigentlich ist das auch vom Gesetzgeber her so gemacht. Dass dieses Spiel hier immer noch ab 0 Jahren freigegeben ist, ist eigentlich rechtlich fragwürdig. Ja. Und wenn der Computer oder dein Handy geschützt ist, es gibt ja Eltern, die kennen sich ja damit nicht aus, mittlerweile kennen sich ja die Kinder besser aus als die Eltern, dann bist du ganz schnell kohlelos. Ne? Und so lernst du als Kind auch nicht verantwortungsbewusst mit Geld umzugehen. Und solche Spiele eignen sich dafür erst recht nicht. Ja. Du hast heute als Elternteile auch gar keine Kontrolle mehr darüber. Früher hast du gesagt, ja komm, ich tue meinem Kind mal was Gutes, ich kaufe dem jetzt ein Fußballspiel. Geh in den Laden, bezahle 40, 50 Euro, da bitte zum Geburtstag, Fußballspiel. So, CD rein, losspielen. Fertig. Da kommt vielleicht noch ein DLC ein Jahr später, 20 Euro bezahlt, weiter geht's. Ne? Aber dort hast du es dann unter Kontrolle gehabt. Hier nicht. So ein 12- und 13-Jähriger kriegt das sehr schnell raus, wie er hier das Geld abziehen lassen kann vom Konto. Und ja, es gibt ja sowas wie Kindersicherung, aber das interessiert hier Konami nicht. Es wird nicht darauf hingewiesen, dass es hier Glücksspiel-Elemente gibt. Ja? Und die gibt's ja drinne, weil du hast ja mit deinen Coins und so, wenn du da die Karten kaufst, hast du ja keine Garantie, dass da ein ganz toller Spieler drin ist. Ja? Das ist Zufall. Und wie diese Zufallgenerierung funktioniert, verrät Konami nicht. Auch das ist sehr fragwürdig. Ja? Wie wird das berechnet? Ist das Zufall? Geht es danach, wie viel Geld du vorher schon reingebuttert hast und so weiter und so fort? Ne? Am Ende wird dir immer so viel gegeben, damit du bei der Stange bleibst, aber du wirst auch so hingetriggert, dass du weiter oder dass du Geld reinsteckst, echt Geld. Ne? Weil Konami macht das nicht aus Freundlichkeit, dass sie dieses Spiel umsonst anbieten. Das ist nämlich der Köder. Das Spiel selber ist umsonst. Wenn du aber erfolgreich sein willst, schnell erfolgreich sein willst, musst du bezahlen, echt Geld. Du kannst das natürlich auch erreichen, indem du normal spielst, ohne Geld zu bezahlen, aber das ist absichtlich so langsam und so eklig verpackt, ne, mit seltsamen Serverhängern und hast du nicht gesehen, dass du dir dann irgendwann sagst,
ich bezahle jetzt Geld dafür. Ach, ich bezahle jetzt nur mal 1,99 oder nur mal 4,99. Mal gucken. Ja, dann hast du vielleicht eine Karte, wo ein ganz toller Spieler dabei ist oder ein ganz toller Trainer und so ein Bums, ne? Und dann sagst du dir, das ist aber geil, das hat aber gut geklappt. Ja, ja, da könnte ich doch jetzt auch mal das hier für 9,99 nehmen, die Coins. Warum nicht? Krieg ich, da hole ich mir jetzt noch einen besseren Spieler und so weiter und so weiter. Und so steigert sich das. Ne? Zum Glück nicht bei allen, aber ich würde niemals für künstlich zurückgehaltene Datenschrott echt Geld bezahlen. Wenn ich Geld bezahle, will ich, dass alles auf dem Tisch liegt. Bums. Ich würde lieber 70 Euro für ein ordentliches Fußballspiel zahlen, wo auch ordentliche Modis drin sind, wo das Gameplay funktioniert, die Grafik kein Scheiß ist und vor allen Dingen, wo dieser Mobile-Scheiß nicht drin ist. Keiner braucht auf einer Konsole oder auf einem PC ein Spiel, das auch auf Mobile, auf Handys funktioniert. Das ist Schwachsinn. Das kommt als nächstes, die nächste Implementierung auf dem Nokia 3210 oder was. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wie kann man denn so nach unten ficken? Ja, sorry. Oh, wow, wir haben Computer. Es gibt Computer mit RTX und Raytracing und hast du nicht gesehen? Wir machen mal ein Computerspiel, aber eigentlich machen wir ein Mobile-Spiel. Scheiß auf Grafik, scheiß auf Anspruch. Dafür kostet's nicht. Wir machen eine riesengroße Paywall dahinter. Ich weiß nicht, wer bei Konami den Schlips trägt, aber es sind auf jeden Fall Idioten. Ganz einfach. Die haben weder vom Fußball eine Ahnung, die nutzen den Fußball hier bloß aus und die haben noch nicht mal Lizenzen. Weltweite Lizenzen haben die ja gar nicht hier für die Bundesliga und hast du nicht gesehen? Die haben sporadisch mal da eine Lizenz gekauft, mal dort eine gekauft, na da eine gekauft, ne? Die haben doch nicht mal flächendeckende, richtige Lizenzen. Die kaufen sich die billigsten Lizenzen und dann kommen sie an hier mit spanische Liga, internationale Milano und hast du nicht gesehen? Hauptsache, das kostet nicht so viel, ne? Weil du willst damit den dummen Geld machen, du bist doch selber nicht dumm. Du kaufst doch nicht auch noch hochwertig auch noch Lizenzen oder sowas. Da wärst du ja schön bescheuert. Da müsstest du ja Geld ausgeben. Da müsstest du ja Qualität dann abliefern. Nee. So. Es dauert noch 3 Stunden, bis das hochgeladen ist. Ich habe nämlich eine sehr qualitativ hochwertige, teure Internetleitung. 20 Megabyte angeblich. Aber die Realität sieht natürlich anders aus. Es sind 13,4 derzeit. Ich weiß, Steam pegelt das auch runter. Keiner weiß warum, macht okay Sinn. So. Genug rumgestöhnt hier. Oh, ich hab 5 Cent schon verdient hier. Ui. Jetzt kommt erst noch dieses Net-Framework. 3-4 Mal im Jahr, ne? Klicke ich mal drauf und installiere das. Ja, in der Hoffnung, dass da was besser wird. So. Auflösung kann ich hier nur im Fenstermodus einstellen. Ich weiß nicht, was das für eine Auflösung dann ist, womit ich dann spiele, Tastatur. Ja, bei Tastatur wird's Gamepad angezeigt, bei Controller wird der Controller angezeigt, da kann ich aber den Controller nicht einstellen. Die kriegen noch nicht mal ein richtiges Einstellungsmenü geschissen. So, ja. Controller kann ich hier also nicht einstellen. Hier müsste eigentlich der Xbox-Controller angezeigt werden, wird nicht angezeigt. Toneinstellung, Spezifikation, Support. Naja. Gut, also hier konnte man nichts Relevantes verändern. Angefangen bei der Auflösung. Etwas, was ja selbst 3-Euro-Spiele hinkriegen. Ja. Jetzt kommt der Ladekreis. Live-Aktualisierung. Naja, ich will ja bloß eigentlich ein Freundschaftsspiel machen, ne? Aber du musst halt die Live-Aktualisierung erstmal über dich gehen lassen. Heil, Speichervorgang ab, fehlgeschlagen. Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Nein, Konami, bei euch ist das nicht unerwartet. Erneut versuchen? Nee, vergiss es. Und ich habe nur das weggedrückt und schon wirst du wieder getriggert. Ne, die Paywall öffnet sich. Karten. Video abspielen. Ich will's schließen. Und hier kriegst du wieder. Ne, Coins. Das Kindercasino hat geöffnet. Man kommt ja nicht dazu, mal, ne, Fußball zu spielen. Co-op-Event. Anzeige Probleme bei der eFootball-Liga-Tabelle. Anstehende Events. Nationalmannschaft, ja, das ist Schmutz.
Zurücksetzen von Entwicklungspunkten. Mit der Aktualisierung 2.6.0 wird eine neue Funktion eingeführt, mit der Sie einem Spieler zugewiesene Entwicklungspunkte zurücksetzen können. Mhm. Geschenkkampagne? Nee, ein Unternehmen hat nichts zu verschenken, das ist einfach nur zum Anlocken. Die nächste Paywall. So, nachdem wir uns jetzt erstmal rausgeklickt haben, können wir uns vielleicht mal hier um die Einstellung kümmern. Controller. So, sprinten. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf den anderen übergelegt habe. Sprinten. Spieleranwahl. Sonderaktion, Abschirm. Anzeigequalität, Benutzer definiert. Tiefenschärfe ein. Auflösungsskalierung. Texturfilterung. Bewegungsunschärfe, Blooming, Umgebungsverdeckung, Schatten, Nachbearbeitung, Effekte. So. Spielbildschirm. Ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kamera, brauchen wir auch nicht. Sehen wir jetzt erstmal nicht. Das ist so broken. Das ist echt schon, was hier funktioniert, der Shop. Ja. Mission, da geht's auch eigentlich schlussendlich auch bloß darum, ne? Am Ende dafür echtes Geld zu bezahlen. Spielpass. So. Mein Team. Hier sehen Sie alle Spieler, die Sie verpflichtet haben. Kapazität 23 von 500. Habe ich nie verpflichtet, weil ich spiele ja sowas. Ich spiele ja. Du wirst hier, ne? Oben der Hauptbildschirm ist nur noch Getriggere, um am Ende durch die zur Paywall zu kommen. So, authentisch. Warten wir mal. So, Online-Spiele. Nein. Controller. Englische Liga. Ja, dann haben wir wieder die ganzen Fake-Teams drin, was ja nicht schlecht ist. Ja, das gab es ja vorher auch schon. Ich habe da früher das immer so gemacht, ne? Zum Beispiel hier bei Chelsea, einfach mir im das Original-Logo runtergeladen, meistens von Wikipedia, weil auf Wikipedia siehst du ja dann das Original-Logo gleich, auch das aktuelle. Dann habe ich mir angeguckt, die Trikotfarbe, und da konntest du im Editor dann ganz einfach das Original-Logo durch ersetzen und hast dann noch die originalen Trikots gemacht. Oder hast du dann, wenn du es ganz einfach haben wolltest, hast du dir die Mods runtergeladen von den Fans. Da hast du auch die komplette englische, italienische, deutsche Liga gehabt und so weiter, ne? Ja, Bayern allein auf weiter Flur bei den restlichen Teams, ne? Die asiatischen Teams, die eigentlich ja keiner kennt hier. So, egal. Dann Stadion. Vor allem, ich finde das immer geil bei Stadio Olimpico, ne? Da werden immer nur zwei. Wird immer ein Stadion als zwei verkauft, ne? Ja, immer reicht doch. Das macht jetzt keinen Unterschied. Gewiss Stadion. Ja, so ein paar neue Stadien haben sie ja auch drin. Area MRV. Naja. Können wir ja mal nehmen, ne? Ansonsten. Das E-Football-Stadion. Ah, ne. So, Tageszeit. Machen wir natürlich mal ein Abendspiel. Jahreszeit Winter. Wobei, wir machen mal Sommer. Weil Winter, das hat null Auswirkungen, ne? Wetter kannst du dir ja auch nicht aussuchen. Ist alles nicht implementiert nach über zwei Jahren. Die Graslänge macht auch gar keinen Unterschied. Die siehst du nicht, noch sonst irgendwas. Genauso wenig wie hier. Bei trockenem Spielfeld müsste eigentlich der Ball höher springen. Schauen wir mal. Auswechslung unter Verlängerung. Ball, ja, es gibt immer noch bloß einen. Warum auch immer. Natürlich, zu einem Freundschaftsspiel kommt man pauschal in Anzug und Krawatte. Man merkt richtig, Konami ist richtig hart dabei. So, Startaufstellung. Machen wir mal Strategie. Gnabry als Stürmer. Das ist sehr abenteuerlich.
Mané ist dann schon wieder weg. Ich wollte gar nicht bei den Bayern unterschreiben. Reservespieler. Ja, wir nehmen mal Choupo-Moting und Gnabry. Mal hierher. Coman von links. Ja, Mann, Mané. So. Davy Blind, linker Verteidiger. So. Manchmal muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig. Hier, dieser pinke Hintergrund. Super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich natürlich der Kommentar. Keine einzige Jahre alt. Das soll auch so bleiben im Verlaufe dieser Partie. Ich hoffe, die nichts Neues. Frische abends sich auch nicht. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Manche Löwen wurden hier eingeschissen. Die Arena MRW hat ein futuristisches Erscheinungsbild. Sie ist ein echter Hingucker und zählt zu den Fußballstadien mit dem höchsten Wiedererkennungswert. Nach der Aufstellung zu urteilen, gehen wir davon aus, dass es sich um ein 4-5-1 handelt. Dieses System steht auf jeden Fall für Unberechenbarkeit. Jeder aus dem Mittelfeld kann sich vorne einschalten. Die Abstimmung mit der einzigen Spitze muss stimmen. Man ist variabel und der Gegner braucht eine ziemlich gute Organisation, um dem zu begegnen. Alles ist angerichtet. Upamecano. Eine ganz kurze Frage. Wer ist hier der Wichtigste? Was war mit der Steuerung klarkommen? Serge Gnabry für mich. Er hat sich viel vorgenommen, will in die Fußstapfen seiner legendären Vorgänger treten, die zusammen eine der stärksten Flügelzangen Europas, wenn nicht sogar weltweit, bildeten. Und ich denke, er ist auf einem sehr guten Weg. Das zumindest zeigt uns seine Bilanz. Okay, ich werde dir nicht widersprechen. Blind. Er kennt die Gefahr so schnell und schreitet dann dementsprechend auch schnell ein. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Gut gesehen, guter Laufweg. Den hat er ganz genau geschnuppert. Und ab geht die Post. Er stellt den Gegner ganz fair und schnappt sich die Kugel. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Tolles Zuspiel. Er zieht auf. Tor für den FC Bayern München! Der FC Bayern München geht hier in Führung. Ah, schrecklich, ja. Die Animation von den Zuschauern, dass sie das auch noch zeigen, ja, das ist schon das mutig von Konami. Die Ballkontrolle stark, wie er sich den Ball vorlegt. Absolute Extraklasse und dann noch dieser 5-Sterne-Abschluss. Number 13. Der Rasen gefällt mir nicht, das ist eher Teppich, aber nicht wirklich Rasen. Man sieht auch, Konami hat das auch mit der Unreal Engine 4 nicht geschissen gekriegt, dass die Spieler mehr sliden als laufen. Also sie haben keinen festen Grip, wenn sie laufen. Das ist mir schon jetzt beim Playen selber das aufgefallen. Erste Tor ist gefallen. Das ist jetzt nichts, was mich jetzt wundert. Das ist generell bei Spielen immer schwer. Haben, diese Führung zu verteidigen. Hart, aber fair. Wir haben den Spielaufbau ein bisschen langsamer gestalten. Upamecano.
Weil wir führen ja eh, ne? Jetzt können wir auch mal oben hier, also hier den Angriffsdruck ein bisschen wegnehmen. So, runter. Der Ball fühlt sich nicht schlecht an. Das muss ich jetzt objektiv so sagen. Es ist okay. Ja. Auch, dass der Ball verspringt oder dass jetzt hier zu viel Power drin war. Ja, das vom Gameplay her, der Ball, also es ist... Ich hatte es schlechter in Erinnerung gehabt. Da hat er den Überblick behalten. Was mir fehlt, ist zum Beispiel, dass die Mitspieler hier sich... Hier, guck mal, wie blöde, komisch die da rumlaufen. Er sucht jetzt hier natürlich die freie Fläche, Upamecano, aber er rennt zu weit nach außen. Gnabry. Auch, dass der Rasen keine Spuren macht, ne? Also wenn du da jetzt hier grätschst oder sowas. Das hatten sie sogar in den alten PS-Teilen. Zwar nicht so extrem intensiv, aber man hat's gesehen. Hat oh, einfach jetzt einen ist er abgerutscht. Na, okay, ja. Torjägerinstinkt, den haben wir ja schon gesehen. Blind ist zur Stelle und entschärft die Situation. Also, ich habe auch in den Kommentaren bei den Reviews gelesen, dass ich das schwammig spielen soll. Finde ich jetzt nicht. Klasse durchgesteckt. Ja, das war zu weit. Nein, der Pass kommt nicht. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Ein schwacher Pass. Ja, so langsam. Und verkehrt. Einfach mal Langholz. Also die Steuerung ist auf jeden Fall sehr direkt. Ich habe ja hier auch alles manuell gemacht, ne? Manueller Pass und alles, deswegen verspringt mir auch mal so ein Ball oder sowas passiert. Das ist okay, das sind auch meine Fehler, die ich hier mache. Hier hat man auch gemerkt, ne? Ich habe eigentlich voll Sprint gedrückt, ne? Aber ist zu langsam gelaufen. Die Chance zum Abschluss. Ja, das würde ich mir wünschen, dass sie da noch nachsetzen. Aber ihr müsst ja die Spieler einzeln steuern. Hier kannst du keinen zu Hilfe nehmen irgendwie, ne? Wie in den letzten Teilen. Und wieder zurück ins Zentrum. Sehr schnapp, er hält drauf. Den lässt er sich nicht entgehen. Naja, fortgeschritten halt. Zwei Tore Vorsprung, alles unter Kontrolle. Die Kommentare sind halt immer dieselben, das kenne ich schon seit vor Jahren, haben die das mal aufgenommen. Gibt immer mal so ein, zwei Schnipsel, die sie neu reinquatschen, aber ansonsten, wie gesagt, der Rasen, also das ist altbacken. Es ist ein Teppich. Ansonsten jetzt, was das reine Gameplay angeht, ist es okay. Es ist jetzt hier keine Offenbarung, aber es ist okay. Upamecano. There will be one minute at a time. Ja. Da sollte der Pass hin. Und der Pass, das er versucht. Der Ball ist im Netz. Nein, 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 nein. Der Schiedsrichter hat auf Abseits entschieden. Guck dir diese hässliche Fahne an. Bitter für den das ist Mobile Game. Also, so, wenn ich mir die alten Teile von eFootball, also Pro Evolution Soccer angucke, diese Fahne, wie schlecht kann man, das ist 90er Jahre. Also, sorry, aber das geht überhaupt gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und der Halbzeitpfiff. Also, die Physik vom Ball ist okay. Wie fandest du die erste Halbzeit?
Die Ausgangslage aber ist komfortabel. Wenn Sie Rasen sieht scheiße aus, das Menü sowieso, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ansonsten müssen Sie aufpassen, dass der Gegner sich nochmal den zweiten Atem holt. Mit einem 2:0 geht's in die Pause. So, jetzt gucke ich da mal gleich, wie das mit dem Wechsel ist. Auf geht's zur zweiten Hälfte. Ja, oh, ich habe einen Schubs. Ja, geht auch. Er zögert keine Sekunde. Nein, der kann den Mitspielern nicht erreichen. Ja, das war zu weit. Der Keeper greift mit ein. Und gleich die Animation der Spieler sind auch okay. Wenn man jetzt mal das Geslide weglässt, finde ich das eigentlich gut ist okay. Gelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Erstmal Entlastung, erstmal. Jetzt den präzisen Pass spielen. Ganz fein gespielt. Ja, gut. Also okay. Gameplay ist ein schwacher Pass. An und für sich ist es okay. Ein hochinteressanter Ball. Jetzt die Chance, das muss es sein. Die große. Und es ist passiert. Kriegs funktioniert noch? Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Was mir aber auffällt, das haben die irgendwie noch immer nicht gefixt. Irgendwie sind alle Spieler in solchen Szenen gleich groß. Also entweder gucke ich blöde oder die sind alle gleich groß. Schön reingespielt, ne? Noch verladen. Ball springt auch leicht. Aber es glitscht halt mal, hat es gerade kurz gesehen, der Ball glitscht auch ein Stück weit durch den Fuß durch. Das darf natürlich in einem Fußballspiel überhaupt gar nicht passieren. Da sind offenbar die Hitboxen kaputt. Das kann aber damit auch an der, also an der Unreal Engine liegen. Die ist halt dafür bekannt, dass er halt, ne? So, jetzt muss man ja wieder blöde klicken, ne? Strategie. Jetzt möchte ich mal. Sind wir mal Musiala rein für Müller. Und Goretzka für Gravenberg. So, machen wir Doppelwechsel. Mal gucken, ob es angezeigt wird. Mal gucken, wo der Ball ist. Also hier auf dem Feld sieht man Größenunterschiede, aber wenn die jubeln oder sowas, da sieht man es halt nicht. Da sind sie wirklich alle gleich groß. Tempo Gegenschuss. Okay, das sieht vielversprechend aus. Nee, nicht wirklich, oder? Und weg das Ding. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Choupo-Moting haben wir hier. Sehr Schnabri. Hier ist die Gelegenheit. Riesen Chance gesehen und genutzt. Ist schon zu leicht, oder? Die spielt wie im Rausch. Die Fans, die ja, der alte Hase halt, ne? Das ist Ausnahmezustand. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität. Er hat sich zurückgezogen, ich glaube, da stand er um Abseits. Wie gesagt, der Rasen ist abgrundtief hässlich. Ne? Und da siehst du, da fehlt eine hohe Auflösung. Also 4K-Rasen ist das nicht so, wie sie es eigentlich gesagt haben. Mal. Das kannst du mir nicht erzählen, das kannst du mir nicht weiß machen. Aber wie gesagt, das ist ja auch eigentlich fürs Handy gedacht. Ja, also da hast du gar keine großen Ansprüche. Wir sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Leon Goretzka. Jetzt hat er, jetzt war das jetzt komplett Ausfall, blöd in den Ball hinterher geguckt. Choupo-Moting. Sache weg mit dem Ding. Der Ball, der ist schon wieder weg. Flanke von Mané. Sie kommen im Mittelfeld momentan überhaupt nicht zum Zuge. Blind flankt. Ja,
bisschen Ruhe wieder reinbringen hier, hä? Sehr schnabri. Geschwindigkeit habe ich auf minus 1, weil für mich ist das realistisch. Hey, wenn ich das manchmal sehe, manche Let's Plays, da wuseln die da rum. Oh, jetzt hat er eine. Jetzt kriegt's eine Ecke. Shane. Na, mal gucken. Aber merkt nur richtig dann, wie er ihn abgekriegt hat, ne? Steht nicht so einfach da wie so ein paar Püppchen. So. Jetzt müssen wir das nach Gefühl machen. Hier konnte man doch irgendwie auch die Arterecke, genau. Spielfeldrand. Machen wir mal. Da lockt man nämlich dann noch ein paar Gegenspieler mit und schießen aber eigentlich nach oben. Ja, hätte klappen können. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Los, auch bei einer Ecke für dich ist die Gefahr immer da, wenn du es nach hinten nicht absicherst. Freistoß FC Bayern. Was? Wir haben Bayern, wir haben Ball. Ja, das muss man nicht schweifen, wa? Ja, da hängt ja an der Mauer dran. Ja, da hängt jetzt an der Mauer. Das war natürlich das Blöde. Choupo-Moting, er zieht ab! Ihre zweite Ecke am heutigen Tag. Das gegnerische Team hat noch keinen Eckball bekommen. Ach du Scheiße, was war denn das? Ja, aus der Perspektive. Und jetzt gibt's dann doch die überraschende Konterchance. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Sie setzen hier auf klare Zuteilung. Jetzt locken wir mal die Gegner mal wieder ein bisschen auf unsere Ecke. Gehen aber dann in die radikale Offensive. Oft nur einen einzigen Ball, um zum Abschluss zu kommen. Lind. Nee, das hat nicht geklappt. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Ja, ob da hat er ihn erwischt. Nee. So, der Schiedsrichter holt ihn zu einem Vier-Augen-Gespräch. Er kommt aber wohl mit einer Ermahnung nochmal davon. Naja. Kann man verwarnen, ja. Oh, das ist ja irgendwie Ewigkeiten, ja. So, ich gehe jetzt mal ausgewogen. Natürlich jetzt ziemlich leicht eingestellt hier, ne? Fortgeschritten, aber es war wieder zu steil. Sie lassen da aber auch gar nichts anbrennen. Bayern München und Volley. Was war denn das? Ein typischer Kimmich. Shit. Und die Kontergelegenheit. Ja, ich wollte einen Weg abschneiden, den dazu zwingt, dass er woanders im Spiel. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen, da muss einfach mehr bei rumkommen. Also an und für sich ist es okay, das Gameplay, aber es reißt jetzt keine Bäume raus. Ja. Ja, das war jetzt irgendwo mein Fehler gewesen, aber Physik funktioniert ja einigermaßen gut, was die Kollision mit den Körpern angeht. Sadio Mané. Und jetzt die Flanke. Nein, ja, manchmal raffen sie nicht, was vorhaben, ne? Der Gegner zum Glück öffnen. Ja, jetzt können sie eigentlich schon abpfeifen hier, ne? Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Da ertönt der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Was war das bitte schön für eine Vorführung heute? Ein Tor schöner als das Kommentare, andere. Die sind uralt. Also da ist nichts Neues. Choupo-Moting. Er ist heute natürlich der. Und vor allem nach dem Spiel ziehen die sich noch einmal Anzug und Krawatte an. Zu dieser Partie bitte. Das ist ein Schwachsinn. Er hat seine Strategie zurechtgelegt. Er hat gesagt, heute verteidigen wir mal ganz hoch. Also, was es pure Gameplay angeht, ist es
okay. Aber mehr auch nicht. Muss ich das jetzt googeln oder was? Oh ja, gucke hier. E-Football Münzen. The Payball. Punkte. Tauschen Sie Punkte gegen Spieler. Endet in 169 Tagen. Nee, danke. So lange werde ich das Ding definitiv nicht spielen. Ich hoffe ja, dass die Meisterliga dieses Jahr noch kommt. Ob sie überhaupt noch kommen? Gott, hier muss ich mich ja durchwursteln. Ja, also ich denke, ich kann sie wieder runterhauen, weil mir fehlt natürlich auch die Langzeitmotivation. Online ist sowieso nicht mein Ding. Und wie gesagt, nach allem, was ich gesehen, gehört und gelesen habe, und vor allen Dingen, weil ich diese Pay-to-Win-Grütze und dieses Kärtchen und Coin-Gedöns, weil ich das absolut nicht unterstütze, spiele ich das auch nicht. Ich meine, ich fühl's einfach nicht, ne? Für mich hat das nichts mit Fußball zu tun, mit Kärtchen und sowas, ne? Fußball ist auf dem Platz. So. Und hier nicht Kärtchen ziehen und hast du nicht gesehen, damit ich in der Liga meine Eier zeigen kann und hör, ich bin besser als du, ne? Ich möchte einen ordentlichen Karrieremodus, wo ich auch meine Mannschaft aufbauen kann, richtig. Ne? Wo ich eine Langzeitmotivation habe, dann bin ich auch gern bereit dafür, für dieses Meisterliga-DLC ein bisschen Geld zu bezahlen. Wenn's eben auch gut gemacht ist. Ne? Und was weiß ich, immer im Jahr gibt's dann für die Meisterliga dann ein Kader-Update oder hast du nicht gesehen? Hoffentlich ohne, dass dann hier dein bisheriger Fortschritt alles zerschossen wird. Ne? Ansonsten, ich glaube, wenn sie die Meisterliga bringen, haben ja viele Hoffnung, dass da vieles anders und besser gemacht wird als in den letzten Jahren mit der Meisterliga. Gab es auch immer viele Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Wie gesagt, ich bin kein Freund von diesem epic Scheiß und hier diesen Kärtchen und Coins und so. Aber wenn die Meisterliga wenigstens einigermaßen gut wird, das Gameplay, wie gesagt, braucht noch Polishing, auf jeden Fall. Ja. Gut, ich habe jetzt hier auf fortgeschritten mit den Bayern gegen irgend so ein asiatisches Zweitligateam gespielt. Einfach nur mal, um zu testen, wie ist das Gameplay, wie ist die Physik vom Ball, wie ist die Physik der Spieler miteinander. Man merkt, es ist Unreal Engine. Da darf man nichts großartig erwarten. Man will ja jetzt auch hier auf die 5 wechseln. Da bin ich auch mal gespannt, weil grafisch ist das noch nicht mal auf PES 2020 Niveau. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, die Spielergesichter, meh, ja, und der Rasen. Der Rasen. Und vor allen Dingen, es gab mal auch früher bei PES, ich kann mich ganz dunkel dran erinnern, die Möglichkeit, die Farbe vom Menü zu verändern. Ja? Oder wenn du jetzt ein eigenes Team in der Meisterliga hattest, und du hast ein eigenes Logo erstellt, das gab's ja auch, oder du hast ja irgendwo eins genommen, was weiß ich, hat sich da die Menüfarbe in der Meisterliga der Logofarbe von deinem Emblem, dein Vereinsemblem angepasst. Das war gut. Weil dieses Rosa und dieser Scheiß, das ist ja als ob Einhorn gekotzt hätte, sondern als ob es geschächtet wurde. So sieht das aus. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist dieses bunte Bling-Bling-Handy-Scheißgelumpe, ne? Hauptsache hier kleiner Bildschirm, da ziehst du ja nicht so viele Details, deswegen musst du da mit Farbe die Leute triggern, ne? Das funktioniert aber nicht mit einem 2K-Monitor. Da tun einem einfach nur noch die Augen weh. Du kriegst Augenkrebs davon, ne? Das geht überhaupt gar nicht. So, ja, ansonsten, Konami ist nun mal ein Milliardenunternehmen. Es wird immer so hingestellt, als ob die kein Geld haben. Die haben Geld. Die geben es halt nur nicht sinnvoll aus. Oder investieren es nicht sinnvoll in ein ordentliches Spiel. Ne? Also, bis jetzt immer noch eine Enttäuschung für mich, eFootball. Wie gesagt, beim Gameplay, es ist okay, ja. Ballphysik ist okay. Man hat aber gesehen, ganz kurz da klitschten halt die Füße durch den Ball und hast sie nicht gesehen. Wie gesagt, das geht gar nicht. Die Animation der Spieler im Spiel ist okay.
Aber wie gesagt, es ist vieles halt okay. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, mega geil. Ne? Wenn hier noch eine ordentliche Beleuchtung reinkommt und ordentliche Physik, wenn sie auf die Unreal Engine 5 switchen, denke ich mal, wird da auch einiges besser laufen können. Können. Nur eine gute Engine reicht da nicht. Du musst ja auch wissen, wie du die programmierst. Ne? Und da bin ich mir bei Konami wirklich unsicher, dass die in den letzten Jahren hochwertige Programmierer sich gekauft haben. Ich glaube, da hätten sie mal wirklich gut investieren sollen. Aber ich glaube auch komplett, ne, mit der Führungsetage, da stimmt überhaupt nichts. Das sind irgendwie nur noch profitgeile Manager, die da sitzen, aber keine, die wirklich Ahnung haben von dem, von der Entwicklung von dem Spiel. Ja. Und der Fisch stinkt vom Kopf her. Ne? So, in dem Sinne, wir sind fertig. Ich sage mal danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.